acht Wahnvorstellungen, die Deutschland regieren. Erstens, Recht ist, was vom Gesetzgeber dazu erklärt wird. Zweitens, Monopole auf Rechtsprechung und die Durchsetzung der Rechtsprechung sind dem Gemeinwohl zuträglich. Drittens, in Ableitung davon ist auch das Monopol auf die Produktion von Geld dem Gemeinwohl zuträglich. Viertens, Individuen haben nicht das Recht, über andere Individuen zu bestimmen, können aber gemeinschaftlich Institutionen genau dieses Recht verleihen. Fünftens, Umverteilung per Zwang sorgt für eine gerechtere Verteilung materieller Güter. Sechstens, die Institution, die die Umverteilung vornimmt, wird nicht zuerst an sich denken. Siebtens, richtig und falsch ist eine Frage von Mehrheitsverhältnissen. Achtens, der Mensch ist schlecht, deswegen muss er von Menschen reglementiert und überwacht werden. Die konkreten Manifestationen dieser Wahnvorstellungen lassen sich in Deutschland überall beobachten, insbesondere seit 2020.